Willkommen zurück zu Fortnite Battle Royale. Ja, neu ist jetzt der Venturion im Shop. So ein kleiner Superheld mit dem V-Zeichen drauf von V-Bucks. Ja, eine kleine Frage ist da. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer die V-Bucks erstellt hat. Das war ein Doktor, den man auch im Rette die Welt-Modus suchen muss. Dieser Doktor heißt nämlich Dr. Winderman. Dr. Winderman ist der Hersteller der V-Bucks und eigentlich allem, was wir so benutzen. Also im Rette die Welt-Modus ist es öfter mal so, dass man irgendetwas findet, was von diesem Dr. Winderman produziert wurde. Da gibt es Fallen, da gibt es der Bus selber, mit dem ihr auch hier in Battle Royale fliegt. Der ist auch von Dr. Winderman erstellt worden. Ist jetzt die Frage, ob dieser Held Dr. Winderman selber ist oder einfach nur seine Gadgets von ihm erstellt worden sind. Dazu heißt er ja auch noch Venturion. Also es könnte sein, dass es dieser Dr. Winderman sogar ist in seinem Kostüm. Dazu gibt es auch noch gleichzeitig den Gleiter Triumph und Aerodynamik Design. Die Spitzhacke. Ja. Eine dolle Theorie ist das auf jeden Fall, ob das dieser Doktor ist. Zu kaufen gibt es dieses Outfit natürlich wieder für 1500 V-Bucks. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn mir hole. Ich finde ihn ganz, an sich finde ich ihn ganz cool mit seiner Schweißerbrille und seinem Helm. Aber es sind wieder 1500 V-Bucks für diesen Skin. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch den Skin kauft oder nicht, ob ihr ihn bereits habt, wie ihr den findet, ob ihr denkt, dass das dieser Professor ist oder mehr gesagt dieser Doktor, der sich jetzt so wie zum Beispiel Iron Man einfach mal ein Superheldenkostüm zusammengebastelt hat. Und ja, ob ihr 1500 V-Bucks eigentlich dafür zu teuer findet für diesen Charakter oder ob ihr sagt, ey, der ist es auf jeden Fall wert, der sieht so Hammer aus. Und der wird natürlich wieder einmalig sein oder zumindest zweimalig, also es ist ja meistens so, dass man die Skins dann noch mal irgendwann im 2, 3 Monaten noch mal kaufen kann. Aber auf jeden Fall, ob ihr euch den holt oder nicht und was ihr von dem so haltet. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und ich würde euch sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, entweder in Rette die Welt oder hier in Battle Royale.